Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir werden jetzt verschiedene Sachen über unser Smartphone erstmal einstellen. Wir werden uns gleich hoffentlich noch die Kostüme angucken. Wir haben ein neues Artefakt erhalten und wir wollen unsere Kräfte, das machen wir jetzt zuerst, unsere Kräfte neu zuweisen. Denn wir sind ja jetzt... Eigentlich sind wir doch Assassine jetzt. Wo ist denn unser Assassine hier? Ach so, die beiden haben wir nur ausgewählt. Ja, was können wir denn ersetzen? Was brauchen wir denn nicht ganz so oft? Also ich finde, diese Feuerwand ist schon ziemlich gut und vielleicht ersetzen wir, ja, hier die großen Geschütze mal. Da können wir ja immer nur welche erreichen, die dann wirklich in einer Reihe stehen immer. Und was hat der Assassine da drauf? Der hat hier Todestauchen drauf. Damit richtet er richtig Schaden an. Ja, und was richten wir bis jetzt an? 164 Schaden, kann das sein? 171, das ist viel besser. Und Blutungen gibt es dazu. Und wir können uns, naja gut, wir können uns dann einen aussuchen. Hiermit würden wir ja maximal 3 dann erwischen, aber da müssten die ja auch schon an einer Stelle stehen. Und das ist das Gute, dass wir hier also das größte Feld haben. Selbst hier bei dem Blaster haben wir nicht so ein großes Feld, aber da würden wir natürlich sehr viel mehr abdecken. Egal, ich glaube, wir nehmen hier von dem Assassin schon mal das Todestauchen. Dann haben wir den Assassin auch schon mal drin. Und schade, wir können ja nur 3 machen. Was heißt hier schade? Wir kommen ja gerade mal mit 4. 4 können wir machen. Wir kommen ja gerade mal klar damit mit 4. Die Feuerwand finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und auch hier den Dreifachbrand. Dennoch möchte ich von dem Assassin gerne mal was ausprobieren. Und, nee, da ist aber jetzt nichts bei, was wirklich Ekel bringt oder so. Schade. Oder wir müssten das ganz umtauschen. Kann man die Profile so ersetzen, komplett? Ich glaube irgendwie nicht. Jetzt haben wir für eine Kraft den Assassinen genommen, naja. Schattentausch. Also dieser Drehhieb hier, der würde mir ja schon gefallen. Nun, er richtet 40 Schaden an und wir haben hier die fatale Anziehung, die schon mal nützlich sein kann, 50 Schaden. Also lassen wir die fatale Anziehung mal. Wie sieht das denn hiermit aus? Da haben wir nicht so einen Rückstoßeffekt, den finde ich auch super, den setze ich auch sehr gerne ein. Also ich glaube, das war es dann schon. Wir bleiben bei dem Assassin einfach jetzt bei dem Tauch hier. Und schneller Schnitt. Ja, Blutungen sind natürlich schön. Aber da kommen wir nicht weit. Das ist nichts für uns. Ja, anders können wir es nicht machen. Was ist das letzte noch? Schattentausch? Der Assassin. Ach so, da tauschen wir dann den Ort. Die Assassinin tauscht den Platz mit einem Gegner, fügt ihr Schaden und wird unsichtbar, weil du nichts gesehen hast. Ja. Können wir aber auch nur alle 2 Runden einsetzen, was? Ja, dann ist das so schon okay. Das war ja relativ unkompliziert jetzt. Eine Kraft vom Assassinen. Und was sagte ich? Den Charakterbogen? Was wollten wir da nochmal machen? Weiß ich jetzt gar nicht. Da war doch gar nichts. Beschwörungen? Da fehlt uns nur noch eine Beschwörung. Sehr schön. Ah, Verbündete. Wie sieht's denn damit aus? Neue Verbündete? Nein. Unbekannter Verbündeter Stan Marsh, Gadgetmeister, Cyborg, Token Black und das war's. Die anderen kennen wir alle. Mysterion ist nicht in der Liste. Na gut, da können wir gerade nichts machen. Dann schauen wir uns unsere Artefakte mal an. Da können wir was machen. Wir haben einen DNS- oder DNA-Strang bekommen. Und Pheromon haben wir jetzt drauf, okay. Und wir könnten Empathieverstärker nehmen. Ja, diese Kopie von Dr. Timothys Empathie-Genom bietet eine Mischung aus Unterstützungskraft und Schadensverstärkung. Und das bei minimalem Gesundheitsverlust. Ja, das wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Haben wir das hier überhaupt schon gesehen? Das kenne ich jetzt auch gar nicht. Übermenschliche Treffgenauigkeit? Erinnere ich mich nicht dran. Haben wir das? Ja, doch, das hatten wir. Verbessert die Hand-Auge-Koordination auf überirdisches Niveau und erhöht so den Schaden. Aufgrund des heftigen Gesundheitsabzugs sollte diese DNS-Veränderung nicht an vorderster Front eingesetzt werden. Ja, gut.
Geringer Gesundheitsverlust, aber dafür auch eine geringere Gesundheit. Das ist dann irgendwie nichts für uns, liebe Welt da draußen. Das lassen wir, glaube ich, mal. Aber sehr viel Hirn bekommen wir dadurch. Was haben wir jetzt? Nicht sehr viel Hirn gerade. Im Allgemeinen ist sie doch wirklich sehr viel besser. Doch, die nehmen wir. Klar. Guckt euch das mal an hier unten. Unsere Kräfte, was das alles steigt. Alles auf 25% hätten wir damit. Und mit dem Pheromon hier hätten wir dann gerade mal. Nee. Gerade mal 2 hier auf 25%. Ja, dann nehmen wir den doch gerne. Doch, auch wenn die Gesundheit zurückgeht, was mich jetzt ein bisschen wundert. Aber das können wir vielleicht ausgleichen mit irgendwelchen anderen Artefakten. Ah, das mit der Gesundheit finde ich eigentlich ganz gut, dass wir so viel vertragen jetzt. Egal, da müssen wir durch, finde ich. Das können wir auch im Kampf oder vor dem Kampf, wenn es irgendwann mal nicht klappen sollte, können wir das ja immer noch ersetzen, finde ich. So, zurück und zurück. Nee. Nö. Die anderen Artefakte, ja, da ist nichts Neues zugekommen. Und wir haben auch keinen neuen Platz. Schade aber auch. Vielleicht können wir noch irgendwas herstellen. Ja, hier oben, hier bräuchten wir was Besseres, Episches. Gesundheitswiederherstellung ist ja okay. Wo ist unsere Gesundheit hier? 245. Na, da kann man aber mit leben, oder? Ich finde, das geht. Das lassen wir erstmal. Dann suchen wir uns ein schönes neues Kostüm aus. Wir haben 15 neue Kostüme. Und wir haben auch eine ansprechende Kopfbedeckung. Drei sogar. Oh ja, da gucken wir uns jetzt erstmal durch, wie die so aussehen hier. Elektropunk, Kopfbedeckung. Ja gut, das verdeckt leider wieder unser Gesicht, aber hat er da wirklich eine Unterhose übers Gesicht gezogen? Sieht so aus, oder? Das erinnert mich immer an Unterhosen. Vorhin doch auch schon das, was wir aufhaben hier. Das sieht auch wie eine umgekehrte Unterhose aus irgendwie. Ein bisschen, aber das könnte wirklich eine sein hier. Wie dem auch sei, wir haben hier noch den Turbogeist, die Turbogeist-Elektroden. Auch das finde ich, nee. Der hat ja eine Glatze, dann haben wir ja eine Glatze. Nein, das wollen wir nicht. Keine Glatze für uns. Dann haben wir hier noch den Hotbot-Helm. Okay, auch schick. Aber man sieht unsere Gesichtszüge wieder nicht. Das finde ich gut. Majestätisches Horn. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, das nehmen wir auch mal jetzt. Allerdings haben wir da nur eine Farbe zum Auswählen. Wir hatten zwei vorher, ja. Aber trotzdem, wie viele Farben haben wir hier? Eine auch nur. Das wäre Skaletts Stirnband. Ja, und der Skalettanzug, der hat es mir sowieso angetan. Also seit ich den gesehen habe, fand ich den eigentlich ganz nett. Hier haben wir noch die Tupperdose. Tupperdose MK1 Helm. Den setzen wir aber nicht auf. Wir haben gesehen im letzten Kampf, dass der doch Nachteile hat. Auch wenn man sich übergeben muss. Ja, wo soll das alles hinfließen? Boah. Gut, dann haben wir hier noch als letzte Kopfbedeckung den Brainiac Helm. Sehr interessant. Ja, aber nichts für uns, meine ich. Gut, ja, haben wir uns doch schon entschieden. Wir nehmen das hier, das majestätische Horn. Das passt, finde ich. Dann brauchen wir nur noch eine passende Farbe auch dafür. Ja, blau, nein. Und ja, das Lila vielleicht. Wäre etwas abenteuerlich lila. Ja, nehmen wir das doch mal. Und wir haben ja so viele weitere Sachen noch. Die Kleidung. Auch da gibt es einige neue Sachen. Und ja, wie man sieht, gucken wir uns das mal an. Elektropunk. Das gefällt mir auch. Finde ich nett. Zwei Farben können wir zuordnen. Da gucke ich ja auch immer ganz gerne so ein bisschen drauf. Elektropunk wäre also dieses hier. Dann haben wir den Turbogeist-Anzug. Und ja, niedlich auch. Könnte man machen. Hotbot-Anzug, ja, finde ich auch interessant. Ja, sieht sehr krass aus mit den vielen Waffen und so. Und dann haben wir den majestätischen Anzug. Auch der gefällt mir. Ich habe so den Eindruck, dass die Kleidungsstücke jetzt immer besser werden. Und ich frage mich aber nach wie vor, was soll man denn mit so vielen Kostümen machen? Wir können bei Bibi auch noch so viele Kostüme kaufen. Das wollen wir auch noch tun, wenn wir dann genug Geld haben dafür. Hier haben wir noch Tupperdose MK1 Anzug. Und auch den finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ziemlich gut gelungen. Und Brainiac Anzug, auch der gefällt mir gut. Ja,
was sagte ich denn in Cyberpunk? Den werden wir jetzt mal ausziehen. Das heißt, anziehen meine ich. Das heißt, wir waren ja hier oben. Das hier haben wir, glaube ich, schon ausprobiert. Das war nix. Ja, das, damit sind wir eine Weile rumgelaufen, aber mir hat es nicht so gut gefallen. Auch den Sturmanzug finde ich ganz nett. Das hier sieht stachelig aus, würde ich auch mal ganz gerne ausprobieren. Das finde ich ebenfalls sehr interessant. Also das gerade war der Stachelanzug. Das hier ist der Supernova-Anzug, auch den... Ja, könnte interessant sein. Den hier definitiv. Wahrscheinlich werden wir den sogar am längsten tragen. Dann zum Schluss hin vielleicht. Naja, da kommen ja mit Sicherheit noch Anzüge dazu. Gut, wir überspringen mal hier oben die Sachen. Bis jetzt hat mir, glaube ich, ist schwer zu sagen. Da sind viele Sachen, die mir gut gefallen. Das hier hat mir sehr gut gefallen. Zum Beispiel dreckiges Candy-Outfit oder Anzug. Das hat mir gut gefallen. Wir ziehen jetzt mal den Elektropunk an und gucken, wie wir das so dann farblich irgendwie... mit unseren Haaren und unseren Strähnen abstimmen können. Ich glaube, im Gesicht sollten wir dann auch noch irgendwie was machen mal. So, wir können also... Oh, das sieht interessant aus. Ja, da können wir einiges mitmachen. JBO-Rosa die ganze Zeit? Oder machen wir das lieber so mit Akzent so ein bisschen... Ja, ich glaube, wir machen das so. Und, oh, Moment. Ach so. Ach, ich dachte, die Blitze kriegen wir dann irgendwie gesetzt. Und, ja, das ist für das T-Shirt. Ja, dann ziehen wir ein JBO-rosa T-Shirt an und die Jacke wird dann, ja, das ist ja auch so rosa, etwas dunkler, oder? Rot ist es nicht. Rot, finde ich, wäre, oh, sowas hier ist auch schön. Oder? Ist das nicht zu wenig? Irgendwie hat mir das mit dem T-Shirt doch besser gefallen, wenn das etwas dunkler ist. So. Ansonsten, wie sieht's mit Blau aus? Blaues T-Shirt? Oh ja, das wäre auch richtig gut. Ja, ich bin begeistert von solchen Sachen. Das mag ich am meisten an solchen Titeln. Aber wer mich kennt, der kennt mich ja und der weiß das dann schon. Hände, auch da haben wir einige neue Sachen, denke ich. Ja, man sieht es schon. Und wir gucken mal, Elektropunk. Ja, mit Batterien dran. Und hier Turbogeist-Handschuhe gefallen mir auch gut. Und Skelett-Armbänder, die werden wir mit Sicherheit dann später mit dem ganzen Skelett-Outfit anziehen. Brainiac-Handschuhe, auch witzig. Ja, ich glaube... Ich glaube, diese Handschuhe könnten wir mal ausprobieren. Also, das ist jetzt Elektropunk. Nach wie vor, blau würde immer ganz gut passen. Wir können auch mal hier in die Richtung lila, gehen. Und blau würde definitiv auch immer passen, weil das so schön zu den Haaren passt, finde ich. Aber wir nehmen dieses schöne Rot, Rosarot, Rosenrot, Rot. Haare, auch da haben wir neue Frisuren erhalten. Mal schauen, was das so hergibt. Hey, mit Strähnchen. Ja, okay, da gefällt mir eigentlich die Frisur, die wir vorher hatten, schon besser mit den Strähnchen. Aber, ja, das sind Strähnchen, dann nehmen wir das doch mal. Oder Stürmische Zottel heißt sie. Ja, okay. Ja, ich denke, damit können wir leben. Das lassen wir also mal. Basis-Make-up. Ah, ja. Ja, da müssten wir aber schon dann die... Also das Predator, die Predator-Streifen finde ich sehr gut auch. Aber hierfür müssten wir dann wahrscheinlich dann schon irgendwie die Brille abnehmen. Ich glaube, mit Brille passt das dann nicht so gut jetzt. Aber das gefällt mir auch ziemlich gut. Im Blau weniger. Lila ginge noch, aber das hier gefällt mir. Ja, das lassen wir mal. Was sagt dich zu der Brille? Auch eigentlich kann die auch bleiben. Bärte, Haar, Kopf. Wo ist die Brille? Akzent? Sind da die Brillen bei? Nee, Basis-Make-up, oder? Nein. Oh, wo sind die Brillen?
Ja, komm, dann brauchen wir auch eine Narbe, oder? Dann brauchen wir hier keinen Eyeliner mehr. Eine blaue Narbe, eine lila Narbe oder eine rosa Narbe. Ach, irgendwie, ja, die rosa Narbe. Oder gelb. Aber was, wer hat denn eine rosa Narbe? Aber das ist doch sowieso alles nur aufgemalt. Die schminken sich doch. Ja, wo haben wir denn die Brille gehabt? Bei den Bärten? Nein. Eine Brille ist doch kein Bart. Wie wär's denn hiermit? Ja, da haben wir die Brille. Ich glaube, dann brauchen wir gar keine Brille. Dann gehen wir so. Ohne Brille? Ja, das Monokel, okay? Das Monokel nehmen wir. Da werden wir uns schon mit anfreunden können, glaube ich. Ja, da müsste das aber, meine ich, dann schon blau sein. Nee. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube doch, wir nehmen hier... Schwer zu sagen jetzt. Was passt denn dazu? Ja, so machen wir das. Fertig! So sehen wir jetzt aus. Mit Horn. Oh, vielleicht kann das Horn noch irgendwas. Ja, damit sind wir hier durch. Die Artefakte, wir sind immer noch auf 284. Und ja. Und Charakterbogen haben wir uns angeguckt. Verbündete haben wir uns angeguckt. Und was haben wir denn sonst noch? Wo sind unsere Aufträge? Hier sind wir. Die Katzen müssen wir noch finden. Und es hat sich hier noch nichts geöffnet für uns, oder? Irgendetwas Neues? Vielleicht kommen wir jetzt zu Stan, können Stan mal besuchen. Wir haben etwas hier in unserer Spielzeugbox. Und das Yaoi-Projekt. Ja, da haben wir scheinbar auch noch nicht genug von gefunden. Ah, wir können nach hier oben gehen. Rassenakademie, erste Klasse. Geh zu Crunchies Microbrews. Okay, das werden wir auch tun. Und dann, wenn wir dran denken nachher, dann können wir auch gleich mal hier ins Kitas Winebar gehen. Aber erstmal machen wir das hier. Und nochmal, was mich hier irgendwie wundert, das ist die Legende, dass man hier aktive Missionen, Story-Missionen und Nebenmissionen, dass die farblich markiert sind. Also das sagt mir doch, dass hier noch sehr viel, sehr, sehr viel mehr passieren muss. Bis jetzt hatten wir immer... gerade mal eine oder zwei Missionen offen. Ja gut, das hier ist noch, aber das ist ja, dafür braucht man ja nicht unbedingt so eine Markierung, oder? Das ist ja jetzt nicht so viel, was man hier hat. Was können wir denn beim Kuhn noch machen? Schnitzel. Ach so, das ist gar nicht der Kuhn. Das ist für den Kuhn und Friends. Okay, so sieht's aus. Wir werden also nach hier oben, wie heißt das gleich noch alles? Oh, das ist ja noch eine Steuerung hier. Crunchies Microbrew. Ja, mit der Steuerung, das sollte jetzt nicht negativ wirken. Nein, ich mag das... Den ganzen Titel, das passt schon irgendwie alles zusammen, aber ich merke die ganze Zeit, oder ich vermute mal, ja, das fühlt sich so an, als wäre die Steuerung wirklich für den Controller gemacht und nicht für Maus und Tastatur. Das fühlt sich irgendwie so an zumindest. Ja, da geht's also jetzt hin. Unterwegs sammeln wir wieder ein bisschen was. Ich finde, das mit dem Spinnennetz ist zu viel. Da werden wir uns wahrscheinlich schnell wieder von trennen. Und wahrscheinlich dann auch von diesem Anzug, den wir gerade anhaben. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Na, lass ich dich in die Bank rein, sobald die Märkte zusammengebrochen sind. Ach ja, richtig. Professor Chaos müssen wir ja noch finden. Ja, guck mal an. Ich verstehe das nach wie vor nicht, warum das bei uns alles so... Aber warum... Nochmal ganz langsam. Warum geht das bei uns hier über... 60 Folgen, wenn es auf anderen Kanälen über 30 geht oder 20. Aber wir machen doch nichts falsch, oder? Ja, okay, wir halten uns so ein bisschen mit den Kostümen auf. Wir...
Oh, tut mir leid. Wir verschmähen die Schnellreise, so wie man es kennt von uns. Das entspricht ja das auch ganz... Das ist der fiese Wunderarsch. Wir haben was für dich. Hol es dir. Warte, jetzt hast du Angst vor uns? Na, bleibt sie da stehen? Ja, sie geht zurück. Nö, ich meine, wir machen nichts falsch. Ja, falsch machen kann man ja sowieso nichts. Das ist ja einfach nur den Stil, den man da an den Tag legt. Oh mein Gott, Wieslinge fertig zu machen, hat sowas Emanzipatorisches. Nochmal die? Warte, jetzt hast du Angst vor uns? Ja, ich lauf lieber weg. Nein, das Outfit gefällt mir gar nicht, die Haare gefallen mir auch so gar nicht. Naja, wir werden uns schon dran gewöhnen. Das ist ein bisschen viel im Gesicht, oder? Und wenn wir das Blau hätten? Nee, Blau hat mir gar nicht gefallen. Hey, wir sind doch an Skeeters. Sind wir noch nicht vorbei? Shitty Walk. Ganz, ganz, ganz. Ah, Skeeters Wine Bar. Okay, da gehen wir rein in der nächsten Folge. Wobei, wir wollten ja eigentlich woanders hin. Egal, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.